Seit über 100 Jahren malt die Müller-Familie Blum hinter dieser Fassade Mehl. Für Fahrzeuge ist es eng in der Münchner Innenstadt. Aber die historische Mühle mit ihren teils antiken Maschinen ist etwas ganz Besonderes. Unsere Mühle hat eine Kombination von Maschinen. Die älteste ist 1903 und die neueste ist 2024. Also wir haben alle Epochen in einer Anlage. Für Laien ist das ein Wirrwarr aus Riemen und Rädern, während das Mehl bis zu 15 Mal die 4 Stockwerke rauf und runter gepumpt wird. Und die alten Maschinen laufen zuverlässig im Gegensatz zu vielen neuen. Es gibt auch noch einen großen Unterschied. Nach 20 Jahren sind die in der Regel abgeschrieben und dann auch kaputt. Und unsere sind jetzt nach 100 Jahren noch fit. Für eine Großstadt wie München ist es mittlerweile selten, dass so ein Betrieb noch mitten in der Stadt ist. Letztendlich hat es einen ganz persönlichen Grund, weil wir hier leben und arbeiten. Und ich bin immer in der Münchner Innenstadt. Und wenn ich den Betrieb verlegen würde, dann müsste ich in einem Industriegebiet leben. Das möchte ich nicht. Aber es hat auch andere Gründe. Also wir haben das Aussiedeln einfach verpasst. Mein Vater wollte im Grunde nicht, ich wollte auch nicht weg. Und eine Zeit lang war das schon sehr schwierig, weil man versucht hat, solche Betriebe aus der Stadt zu drängen. Heute ist es genau andersrum. Zur Mühle gehört auch eine kleine Bäckerei. Auch hier werden alte Maschinen und Geräte verwendet. Aber die Zutaten sind immer frisch. Und Müller Blum kann zeigen, was für gute Produkte aus seinem Mehl entstehen können. Wie in guten alten Zeiten? Nostalgie ja, aber die Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Ich habe mal so eine ganz kleine Bäckerei gebaut, die alles jeden Tag frisch von Hand herstellt. Und wir wollten sehen, was da wirtschaftlich passiert. Wir haben ja heute 3 Gesellen und einen Meister drin. Also einen ziemlichen Umfang hat das Ganze genommen. Aber eigentlich der Hauptgrund war, wir wollten die Wirtschaftlichkeit untersuchen von so einem Betrieb. Und das Ergebnis war dann ganz erstaunlich. Der Betrieb arbeitet wirtschaftlich, trotz dieser rückschrittlichen Technik. Es geht auf. Gute Arbeit steht und fällt auch mit dem Personal. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eine interessante Arbeit anbieten kann. Also so wie mich die Arbeit interessiert, so muss sie auch die Mitarbeiter interessieren. Also dass man nur seine Stunden absetzt oder ableistet, das reicht nicht. Das ist für uns ganz zentral, dass die Mitarbeiter auch die Qualität, die sie erzeugen, dass sie die selber spüren und dass sie da stolz sind und Freude dran haben. Denn Tradition verpflichtet.